Microsoft OneNote lässt sich nicht nur nutzen, um statische Tafelbilder zu zeigen, es kann diese Tafelbilder auch abspielen. Dazu benötigen Sie eine Installation der Microsoft OneNote App. Die Standalone-Version kann das nicht. Und idealerweise auch ein Office 365 Abonnement, und zwar für Lehrer den kostenlosen A1 Plan. Gehen Sie doch einfach mal auf Ansicht und Sie werden feststellen, dass neben anderen nützlichen Tools hier der Button Wiedergeben vorhanden ist. Dieser lässt sich nutzen, um Tafelbilder stückweise aufzudecken. Dazu einfach draufklicken, den grauen Bereich markieren und schon beginnt ein Wiedergabefenster mit einer automatischen Wiedergabe. Ein kurzer Klick auf Pause unterbricht die Wiedergabe und dann lässt sich das Ganze stückweise aufdecken. Auf diese Art und Weise lässt sich ein lineares Tafelbild weitgehend automatisch darstellen. Und das Beste? Das funktioniert auch für Zeichnungen und sogar handschriftlichen Text.